haben wir beschlossen, dass wir den Hof herrichten. Ordentlich aufräumen und so. Auf dem Salettl ist immer eine Amsel gesessen und hat gesungen. Oh, schön. Ob ich die noch höre? Bestimmt, Herr Zögernitz. Und Ihr Bruder hilft uns, hat er gesagt. Ich bin zwar kein Gärtner wie du, aber von Blumen und Sträuchern verstehe ich halt auch schon eine ganze Menge. Naja, vielleicht bist du gescheiter bei ihm. Das war blöd vom Herrn Papat, dass er das Geld nicht genommen hat. Aber Sie werden sehen. Irgendwie kriegen Sie es noch. Herr Zögernitz. Schlaf sein. Wo ist denn der eine? Das weiß niemand, wo sich der herumtreibt. Den mag ich nämlich, den Buben. Den mag ich sehr. Ich habe euch erzählt. Komm, setz dich. Er will nämlich einen Hinterhof begrünen. Ja. Ja, und da habe ich mir gedacht, ob ich da vielleicht euch um einen rausfahren kann. Ich habe da auch so einen Plan zeichnet von dem Hof. Und zwar, wenn ich mich da als Gast einmischen dürfte, wie groß in etwa ist der Hof? Das weiß ich nicht genau, aber auf jeden Fall der Teil, den wir begrünen wollen. 200 Quadratmeter ungefähr. Wow, da kann man schon einiges machen. Und wie schaut es mit der Besonnung aus? Mit der was? Naja, scheint Sonne rein oder wie? Wegen der Pflanzen. So, ja, also der obere Teil ist ganz gut besonnt. Sagen Sie, ist das die Geschichte von dem querschnittsgelähmten Mädchen? Ja, genau, das ist es. Aha. Naja, ich glaube, da muss man eine Innenlandschaft, wirklich einen Erlebnisraum schaffen, wo der Wandel der Jahreszeiten erlebbar ist, wo sich was tut, auf kleinsten Raum Abwechslung. Ja, vielleicht könnte man Feuchtbiotope anlegen. Was? Na, so ein Naturding. Ja, das erklären wir Ihnen schon noch. Das sind Tümpellandschaften. Sie sind da nämlich bei der Naturschutzjugend an der richtigen Adresse. Die haben also die Tümpel- und Kleingewässer Wiens revitalisiert. Die verstehen sich also auf Feuchtbiotope in jeder Hinsicht. Da kann man nämlich sehr viel machen. Jedes Kind ist schon fasziniert von so einer Lacke, von einem Teichufer, von der Binse, Schilf, Seerosen, Libellen, Fröschen. Eine derartige Vielfalt auf kleinsten Raum, da hat ein Mensch das ganze Jahr was zu schauen. Wir wollten da nämlich eh was mit Wasser machen. Und zwar, wir haben uns da vorgestellt, dass wir da so einen Teich anlegen. Obwohl, der wird dann zwar im Schatten liegen, aber... Aber das macht nichts, ein Teich kann ja im Schatten sein. Aber was ist jetzt drinnen? Was ist jetzt in dem Hof? Naja, Erde, also... Pflastersteine, Beton eigentlich. Also mit einem Wort gar nichts. Kein Baum, kein Strauch, nichts. Mhm. Ja, ich würde glauben, dass man unter Ausnutzung eurer Kenntnisse aber doch nicht an richtigen wilden Autümpel dort machen kann. Wir sind in einem Altwiener Ensemble, nehme ich an. Und daher würde ich sagen, so wie der Konrad Lorenz das immer ausdrückt, halbwilde Zustände. Nicht so wie einen leicht verkommenen Schlossteich, wo sich dann die Steine bemoosen. Und natürlich sollte man nicht nur dekorieren. Denn ich halte es fast schon für eine Degeneration der Hofgärten, wenn man nur mehr irgendwelche ausländischen Zierpflanzen hineinbringt, sondern so ein gelähmtes Mädchen, die will ja vielleicht ihre Paradeiser ernten, ihre Stachelbeeren, Karotten, vielleicht sogar Spalierobst. Und
das passt durchaus her. Es ist doch so ein Altwiener Hofensemble, nicht? Ja. Denn ich meine, die Altwiener Hofgärten haben einen wesentlichen Anteil an der Selbstversorgung der Bürger gehabt. Und das könnten wir eigentlich wieder tun. Herrgott. Zum dritten Mal alles durcheinander. Ich habe einen Hirnhaut. Sie schauen auch gar nicht gut aus, Herr Kollege. Haben Sie wieder ein Arbeitsessen mit der Palkovic gehabt? Ja. Oh, Herr Kranzler. Ja, Herr Kranzler. Bitte schön, Herr Kranzler. Leute. Auf Wiedersehen, die Herren. Wiedersehen, Herr Kanzler. Hat auch nicht gut ausgeschaut, Herr Kranzler. Um den Klienten Kranzler brauchen wir uns keine Sorgen mehr zu machen. Herr Kranzler, wieso? Geht er zur Konkurrenz? Nach 20 Jahren? Nein, nein, zur Konkurrenz. Geht er nicht. Aber gehen tut er. Er gibt's auf, das Geschäft. Was? Der auch? Ja, der auch. Vierte in 2 Monaten. Zweimal Konkurs. Einmal Ausgleich. Einmal aufgeben. Na, das ist halt die sogenannte strukturelle Bereinigung der Wirtschaftslage. Hören Sie mal auf mit solchen Weisheiten. Wenn es so weitergeht, werden Sie sich auch bald selbstständig machen können, Kollege Ramela. Ihre Pulver, Herr Chef. Ja. Wenn es so weitergeht und keine neuen Klienten daherkommen, wir sind halt eine seriöse Firma. Vielleicht ein bisschen zu seriös. Ja. Steuerdruck und Steuermoral stehen im umgekehrt proportionalen Verhältnis. Steigt die Steuer, sinkt die Moral. Aber wir. Zuerst waren die Pulver weiß. Und jetzt sind sie schon gelb. Nein, ich bin neugierig, was die noch für Farben kriegen, wenn es so weitergeht. Nix wie Chemie. Lieber Himmel, Sprengstoffexperte hätte ich werden können, Fremdenlegionär. Freistil, Ringhanerein, Steuerberater bin ich. Jojo. Und wenigstens mit der Palkovic geht da was weiter. Na? Oh. Langsam. Aber intensiv, sehr intensiv. Kollege Merian schaut schon direkt schlecht aus davon. Ja, mein Gott, das ist so dein Wildbandbetrieb, nicht? Und nur der Palkovic war halt sehr lang krank. Nein, das wollte ich Ihnen eh schon sagen. Mir ist diese Witwe ein bisschen zu lustig. Und muss das sein, immer diese Geschäftsessen auf die Nacht in so sündteuren Lokalen? Gulasch tut's nicht, hm? Himmelfix laut, und glauben Sie, mir macht das so ungeheures Vergnügen? Raum von einem Weib. Sie, ich wüsste mal nichts Besseres, hm? Als dieses Steuererklärungsdurcheinander da mit der 194. Novellierung und dieser verdammten Fusionierung und dem Kollegen Rameda, seinem Neopositivismus. Ich hab nichts anderes im Kopf. Ich wüsste mal nichts Besseres, Lustigeres, Gescheiteres. Ich zum Beispiel hätte Einsiedler werden können in einer Klause. Schäfer auf der Weide. Oder Rosenzüchter, gelbe, rote, blaue, rosa Rosen, aber nein. Was bin ich geworden? Steuerberater in Ihrem Büro. Da schlucken's. Na, danke, mir ist eh schon mies genug.
Haben Sie recht, ist eh nichts wie Chemie. Chemie? Naja. Aber andererseits, Fasanbrüstel, Brombeersauce und Pipapo. Ich hoffe, meine Kinder werden es einmal gescheiter machen als ich. Und wir sollen jetzt so von Tür zu Tür? Muss das sein? Ich glaube, es wäre besser. Wir haben es ja besprochen. Besprochen? Du hast es angeschafft. Recht hat sie. Naja. Sie hatte den Durchblick. Man muss mit den Leuten reden. Es gibt sonst leicht Missverständnisse. Eben. Na gut. Dann gehst du hinunter und ich hinauf. Und ich gebe dem Freund Claudia. Nett, dass Sie mich begleiten. Wo fangen wir an? Ich glaube bei Herrn Meier. Tür 11. Yes, ne? Das war der Marian, grüß Ihnen. Wir wollen Sie nicht stören. Wollen Sie reinkommen? Nein, wir wollten Sie bloß was fragen. Ja? Ob Sie was denn dagegen hätten, wenn wir... Wir wollen im Hof unten Gras sehen. Und ein paar Blämmerln ansetzen. Zu was? Na ja, so halt. Damit er schöner wird, der Hof. Zu was soll er schöner werden? Na, damit er nicht so schier ist. Wie jetzt. Und was kostet mich das? Kosten? Nix natürlich. Nix? Nein. Das ist komisch. Und muss ich sonst was dabei machen? Nein, gar nichts, Herr Meier. Gar nichts? Merkwürdige Sachen gibt's heutzutage. Na, wenn ich sonst keine Scherereien dabei habe. Bestimmt nicht, Herr Meier. Kann unterschreiben tue ich nichts. Aber müssen Sie ja auch nicht. Müssen Sie ja auch nicht. Nein, das müssen Sie verstehen. Ja, natürlich. Liegt eine Erlaubnis für dieses Vorhaben vor? Ja, selbstverständlich. Also wir haben von der Hausinhabung ein Schreiben, das... Wenn keine Erlaubnis vorliegt, müssten wir da Vorbehalte machen. Natürlich können wir unsere Zustimmung nur geben, wenn alle gesetzlichen Bestimmungen beachtet werden. Natürlich, selbstverständlich. Das ist keine Frage. Weil Scherereien mögen wir nicht. Herr Schorsch? Ja? Nur damit keine Unklarheiten bestehen. Wir geben unsere Zustimmung nur, wenn alle gesetzlichen Grundlagen für die Hofbegrünung gegeben sind. Ja, natürlich. Vielen Dank. Es ist nämlich so, wir wollen nämlich da unten im Hof ein Gras... Den Hof begrünen? Ja, genau. Sieh, das ist eine großartige Idee. Wir haben ja eh schon gedacht, man müsste was machen. Monika! Ja, ich komm gleich. Aber wir sind ja noch neu im Haus. Ah, ja. Mein Mann wird begeistert sein. Fein. Also gut, danke vielmals dann. Auf Wiedersehen. Sie? Ja? Sie kommen da vielleicht mit tun? Na klar, jederzeit, gern. Ich tät nämlich so gern biologische Karotten anbauen für die Kleine. Mhm. In der ganzen Gegend gibt's nichts Makrobiotisches. Ja, ich weiß eh. Also, mein Mann wird eine Riesenfreude haben, wenn er das hört. Wir sind nämlich Grüne, wissen Sie? Ah. Danke, Wiedersehen dann. Gras, Blumen? Da unten im Hof? Dass mir die Betriebskosten erhöht werden, was? Es kostet Sie nicht einen Groschen, Frau Löffler. Na, was machen Sie da dabei? Sie waren ja schon so lange nicht im Haus. Ja, helf halt mit ein bisschen. Erinnern Sie sich nicht, wie schön der Hof war? Früher haben das Sattel. Das haben sie auch weggerissen. Diese Mörder. Alles hinmachen. Das ist eine Welt. Wie geht's denn Ihrem Bruder? Langsam halt, langsam. Lassen Sie ihn schön grüßen von mir. Na, nicht, dass ich ihn mag, aber lassen Sie ihn schön grüßen von mir. Das ist recht. Und der Hof? Na, von mir aus. Aber zahlen tue ich nichts. Danke, Frau Löffler. Wiedersehen. Wiedersehen. Wo gehen wir denn jetzt hin? Ich glaube, da vorne zum Wimmer.
Ich halte nichts von so romantisch. Ja, aber das ist alles nur Kosmetik. Bleibt alles an der Oberfläche, ohne die Strukturen grundsätzlich zu verändern. Wenn Sie wissen, was ich meine. Was wir brauchen, ist nicht Gras, sondern eine grundsätzliche Veränderung von der Basis. Ich weiß nicht, was Sie meinen, aber uns geht es immer um das Gras. Das Gras wächst dann schon von allein. Aber ja, das ist eine wunderbare Idee. Fein, dass Sie das sagen, Frau Wieland. Kann man nicht auch ein Bankel aufstellen? Ja, natürlich. Ja, das kann man. Klar. Kann man. Wissen Sie, meine Mutter ist nämlich gehbehindert und der nächste Park ist ziemlich weit und so könnte sie vielleicht doch ein bisschen im Hof unten sitzen hier und da. Ja, das ist eine gute Idee. Tun Sie das. Ja. Also, vielen Dank. Es wird Ihnen auch gut tun. Warten Sie ein bisschen. Hoffentlich überlegt sie sich's nicht. Ach, das glaube ich nicht. Fürs Gras. Aber Frau Wieland. Oder fürs Banken. Also, vielen Dank. Lassen Sie mir Ihren Herrn Papa schön grüßen. Ja, machen wir. Hat viel zu tun in letzter Zeit, ne? Ja, woher wissen Sie das? Es ist so komisch. Meine Mutter, sie wird jetzt 85. Und schlaft natürlich nicht mehr so gut wie uns eins. Und die erzählt mir jeden Tag beim Frühstück, was wir laufen. Alles, was ich in der Nacht hier im Stiegenhaus zugetragen habe. Wirklich? Ja. Und dadurch weiß ich natürlich auch, dass Ihr Herr Vater in der letzten Zeit später nach Hause kommt als sonst. Mhm. Gell, Mama? Was hast du geschaut? Bei Tag hört es nämlich schon schlecht. Also vielen Dank, Frau Müller. Wiedersehen. Komm, Wiedersehen. Wir machen uns jetzt einen Kaffee. Das ist gut. Steuerberater und Dr. Steinhauser, Rameder am Apparat. Ja, Moment. Das ist für Sie. Für mich? Wer ist es denn? Eine Dame. Ich habe Ihnen doch gesagt. Ja, Herr Dr. Merian. Ach so, du bist es. Wie geht's denn? Danke, gut. Ja. Ich wollte nur fragen. Fräulein Melita. Ich möchte was diktieren. Entschuldige, ich wollte nur fragen, ob... Moment, Sie haben den Diktatblock und den Bleistift vergessen. Sie glauben wirklich, der will mir einen Brief diktieren? Entschuldige, ich wollte nur fragen, ob du heute nach Hause kommst. Ob ich, nein, ja. Ja. Ja, ich komme nach Hause heute. Bestimmt. Was ist? Schluss machen willst du? Musst du. Hast du. Ja, servus, Hasse. Und wenn es die Königin von Saba ist, ich bin nicht da. So geheimnisvolle Erscheinungen gibt es nimmer mehr. Steuerberatung Dr. Steinhauser, Rameder am Apparat? Ja, er ist da. Ich bin nicht da. Aber es ist die Königin von Saba. Ich habe Ihnen doch gesagt, ich will nicht reden mit der Palkovic. Dr. Merian? Ja? Man muss mit den Leuten nur reden. Sagt er eigentlich der Herr Zügelitz? Nicht einer hat Nein gesagt. Die Neuen im Haus, die wollen sogar mit tun. Halt, stopp jetzt. Das sind Grüne. Habe ich mir gedacht. Was wollt ihr eigentlich mehr? Die Welt ist voller lieber, freundlicher, harmloser, liebevoller Menschen. Die Herren wünschen? Möchte ich auch nicht sagen. Anything I can do for you? Oh, englisch linie. Qu'est-ce que vous voulez, monsieur? Sicuro in der Amalgum, Spanisch. En qué puedo servirle, señores? Komm nach. Verbollen sprechen, Herr Lenz. Ist da? Herr Lenz? Ja, natürlich.
Wen darf ich melden? Willkommen, wegen dieser großen Maschine. Wegen der Maschine? Sie sagen, wir kommen von Manila. Sie kommen von Manila. Ja? Herr Direktor, hier sind zwei Herren, die Sie sprechen möchten. Naja, Sie wissen doch, ich bin gerade beim Diktieren. Sie sollen bitte warten. Ja, aber... Bitte, ich werde machen. Ja? Mein Name ist Rivera. Wir kommen von Manila wegen der Maschine. Aha. Sie verstehen wieder? Ja, ja. Selbstverständlich. Nur eine Sekunde. Sie sehen? Ja, Herr Lenz. Herr Kong, ja. So, da bin ich. Ja, das ist aber eine Überraschung. Ja, wenn ich die Spur damit gerechnet. Ich freue mich. Wir müssen haben ein langes Reden. Ja? Ja, selbstverständlich. Kommen Sie bitte weiter, selbstverständlich. Geschäften, Sandys. Geschäften. Aber was für welche? Irgendwelche halt. Gott, ich bin ja nicht neugierig, aber wissen möchte ich allmählich schon, was die Firma eigentlich exportiert. Immer ist hier nur von Stückzahlen die Rede. Und Spanier waren die zwei nicht. Ich verstehe nichts von Maschinen. Mir ist das wurscht. Naja, ich verstehe von technischen Sachen eigentlich auch nicht sehr viel. So, ich bin nicht mehr erreichbar heute, ja? Eigentlich, ja, Sie können für heute Schluss machen. Nichts mehr zum Diktieren? Das machen wir morgen oder übermorgen. Heute habe ich keine Zeit mehr dafür. Bitte sehr, auch recht. Komme ich wenigstens einmal zum Fernsehen. Ich weiß nicht, ich hätte dann noch die zwei Briefe für Costa Rica. Ich glaube, ich hätte es lieber, wenn Sie jetzt auch gehen. Seien Sie doch froh, Sie haben ja Familie. Ist wahr. Ich möchte eh wissen, was die Kinder machen. Kann ich noch was helfen, Herr Zögernitz? Nein, danke. Es geht schon. Wie komme ich denn am schnellsten zu meinem Wagen? Steht er bei der Kick? Naja, da kannst du eh gleich da durchgehen, ne? Ja, da komme ich ja, auch. Ja, ja. Brauchst nicht extra wieder dort um die Ecken, nicht, sondern gehst einfach da durch und bist schon im Kirchenplatz. Ne? Gut. Du. Schau, darum machen wir das Ganze, ne? Also die glaube nicht immer, dass wir die Schwierigkeiten nicht immer haben. Mit den Stiegen und so nicht und um die Ecken gehen muss, sondern einfach da kann es rausgehen, ist ebenerdig, nicht? Geht's raus und ist schon draus. Bitte, es ist zwar in der Nebengasse, aber besser wie zuerst, ne? Gut. Naja, also gut, fangen wir an. Ist nicht schon ein bisschen spät heute? Was hast du denn auf einmal? Ich weiß nicht. Dann kommt der Hof auf einmal so riesengroß vor. Warum lachst du? Bei mir fällt ein, dass ich nicht einmal weiß, wie man Gras überhaupt wachsen lässt. Streut man das einfach so in die Gegend, oder? Ja. Weißt du das, Schorsch? Er hat euch schon helfen. Danke. Das ist gut, weil so genau weiß ich das auch nicht. Naja, das kommt davon, wenn man in der Stadt aufwächst. Wahrscheinlich. So, bin ich der geborene Organisator oder nicht? Wo ist denn das her? Das ist die Spende von der Frau Wieland. Gut. Ja. Ich weiß, wie man Gras wachsen lässt. Ich habe nämlich jahrelang einen Garten gehabt. Also zuerst muss man den Boden umstechen. Ja. Überhaupt, wenn er so dreckig und so zusammentreten ist wie der da. Und dann? Ja. Die Erde, die muss locker sein. Mhm. Ja, dann locker. Ne? Gut. Dann gehen wir es an, ne? Ja. An die Arbeit. Ja. Wissen wir fangen gleich da an? Nein, nicht so. Hilft her. Das ist falsch. Lass uns ab. Entschuldigen Sie einen Moment. Bitte. Du, das ist eigentlich irrsinnig komisch. Ich meine, ich bin jetzt 20 Jahre, zwei Jahrzehnte, und ich habe noch nie mit einer Schaufel gestochen. Richtig. Das ist nämlich ein Spaten. Das ist auch wurscht. Aber ich habe jedenfalls noch nie gestochen. Red weniger und stich mehr. Also, fass uns auf, Herr Schulz.
Zuerst müssen Sie den Spaten oben mit einer Hand nehmen, ne? Dann den Stiel mit der anderen. Und jetzt müssen Sie schön von oben herunter stechen, ne? Sie auch, Herr Heini. Sie übrigens Ihre Schuhe, wissen Sie, haben falsche Schuhe an. Ja, die haben so dünne, weiche Sohlen, also da haben Sie doch gar keine Kraft dazu. Man muss doch da drauf treten können. Und schön herunter. Nein, die Hosen sind auch. Schau, mit roten Hosen, die werden ja ganz schmutzig. Das ist so ein Schlosserhosen, müssten halt anfangen. Naja, also, eine halbe Spaten, die müsste schon sein. Halbe Spaten. Das ist gar nicht so einfach, wie es ausschaut. Nicht so, Herr Pauli. Sie schaufeln ja, statt dass Sie stechen. Stechen. Also, meine Herren, wenn Sie mit der Reihe fertig sind, dann kommen Sie herüber, sonst treten Sie ja immer auf das Ausgehobene. Ne? Ja. Das habe ich schon gern. Nichts tun, aber zuschauen, wie andere arbeiten. Aber tu dir nichts an und arbeite weiter. Weil das ist nämlich sehr wichtig, dass die Erde ganz, ganz locker ist. Ist gut? Höchstens 3/4 Spatenhöhe. Tiefer muss gar nicht sein. Naja, wenn ihr dort den Teich anlegen wollt, ist das was anderes. Aber es reicht schon, wenn es nur eine halbe Spatenhöhe ist. Aha, ziemlich hart. Gell, weil sich so lange Zeit niemand drum kümmert hat. Also das hätte ich nicht für möglich können. Was ist denn? Naja, dass man so geschwind Blasen an die Hände kriegt. Ja, das ist schon möglich. Daran sieht man, dass sie den Spaten falsch gehalten haben. Da drückt er. Du bist es halt nicht gewöhnt. Ja. Das ist wirklich riesig, der Hof. Wenn man sich in etwas eingelassen hat einmal, da darf man die Courage nicht so geschwind verlieren. Entschuldigung, Frau Baschowitsch, ich muss schnell anrufen, dass ich nicht zum Essen komme. Ja, zuerst bestellen wir. Was gibt's denn heute Gutes, Herr Kellner? Heute haben wir was Besonderes, eine provenzalische Spezialität. Gibt's nichts Wienerisches? Man, was Einfacheres? Naja, vielleicht junge Tauben mit Trüffel in feinem Butterteig, frische Krebsen werden auch da. Kleines Gulasch gibt's nicht? Nein, leider, leider. Heute ausnahmsweise nicht. Aber die Tauben sind sehr zu empfehlen. Und dazu... Ein Sädelbier. Aber vorher vielleicht einen trockenen Burgunder, Chablis? Passt besser zu den Krebsern. Wir verlassen uns da ganz auf Sie, lieber Herr Kellner. Danke, Gnädigste, vielen Dank. Also, Bier zu Krebsen. Das geht wirklich nicht. Das kann schon sein, aber ich habe die Krebsern ja auch nicht bestellt. Verehrte Frau Balkovic, ich muss Ihnen ganz offen sagen... Danke, jetzt sind Sie doch nicht so förmlich, lieber Doktor. Sagen Sie einfach Emmy zu mir und ich sag Peter zu Ihnen. Jetzt, wo wir uns schon so gut kennen und bis die Fusion mit dem Zwitschklitschek zustande kommt... Langsam fange ich zu zweifeln an. Danke, dass sie noch zustande kommt. Aber Gens, natürlich kommt die zustande. Da muss man nur warten, bis die Situation reif ist. Also, Geduld, genießen Sie das Leben. Das Essen hier ist doch sehr gut. Tja, aber sehr teuer. Hm? Na, sagen wir angemessen. Ja, ist gut, danke.
Danke, danke, es ist schon genug, danke. Liebe Frau Barkowitsch. Emmy. Liebe Frau Emmy, ich sag's ganz offen, diese Spesen sind bei uns einfach mit drin. Wir sind eine seriöse kleine Kanzlei. Mehr als ein ordentliches Beisel ist da nicht drin. Aber warum haben Sie denn das nicht gleich gesagt, lieber Peter? Das heute, das geht selbstverständlich auf die Rechnung der Firma Balkovic. Das geht auch nicht. Sie haben, liebe Frau Balkovic. Emmy. Ich weiß. Also so viel Spesen, wie Sie das vorige Jahr gemacht haben, sind heuer nicht möglich. Ich sage Ihnen das als Ihr Steuerberater. Hab mir erlaubt, als kleine Vorspeise, ein bisschen Lachs zu fletschern. Auf Sauerrampferpüree mit Weißweinsauce. Wünsche besten Appetit. Danke. Schön. Dann lade ich Sie ein, lieber Freund. Auf meine Rechnung. Na? Riecht das nicht gut? Riechen tut schon gut. Ich soll telefonieren. Essen's, bevor es kalt wird. Ihre Familie haben's noch ihr ganzes Leben lang. Batzer, alle miteinander. Naja, wenn man's nicht mehr gewohnt ist. Versuch's doch wenigstens noch einmal. Du machst es falsch. Dann zeig mal, wie man es besser macht. Gibt's her. Geht nicht mehr. Keine Kraft mehr dazu. Leider. Geniert euch, dass ihr so schnell aufgibt. Grüß Gott, Frau Merian. Na, wie geht's euch denn? Danke. Schlecht. Habt ihr aber noch nicht viel umgestochen? Nein, dafür haben wir viele Blasen auf den Händen. Es schaut alles leicht aus, was es ist. Wenn wir so weitermachen, brauchen wir Monate. Gott, wenn ich jünger wäre. Ja, und wenn ich gehen und stehen könnte, dann. Aber so ist es nicht. Und ich hab geglaubt, wir könnten das in 2-3 Tagen umstellen. Ja, aber weil es jetzt nicht so geht, wie du geglaubt hast, deshalb gebt ihr alle gleich auf. Aufgeben, aufgeben. Ich gib schon aus Prinzip nicht gern auf, aber. So geht's nicht! Was ist das? Hallo, was ist denn? Wo kommen die denn her? Na, das sind meine Freunde von der Naturschutzjugend. Schön, dass ihr gekommen seid. Ich nehme mich gehabt, ihr kommt gar nicht mehr. Ja, wir haben erst das Werkzeug geholt. Also, was gibt's? Das ist der Heini. Und jetzt wird's gehen. Ja, da muss ich noch schnell Brot und Wurst besorgen. Servus. Ich muss euch das zeigen, was ich mir da vorgestellt habe. Und zwar hier, ja. Da könnte man da zum Beispiel, ich weiß nicht, wie haben wir uns da vorgestellt, irgendein Beet, ja. Ja, Hügelbeet. Am besten, ja. Wer denkt, bei Hügelbeete, es können auch ein paar Sonnenblumen da sein. Überhaupt, also, da oben steht es auch irgendwo. Nicht zu geometrisch. Ist klar, ja, ja. Na, aber Obst wäre vielleicht besser. Die geraden Linien werden wir uns überhaupt abgewöhnen. Das Eck muss ja nicht besser. Sonnenmäßig ist ja das ganz gut. Ist eines der besten, ja. Aha, das, da will ich einfach verbreitern. Ja. Das ist eine Wasserleitung, sehr gut. Also, Gießwasser ist auch schon vorhanden, prima. Ich würde sagen, dass wir auf jeden Fall Kampf den Beton reduzieren auf die Hälfte. Ja, mindestens auf die Hälfte. Viel Erde, Beete, Spalier.
für einen Komposthaufen? Ja, nur den Komposthaufen, den ich irgendwo in den Schatten habe. Die Karotten könnten dort drüben an die Mauer. Überhaupt wäre ein kleines Gemüsegartel nicht schlecht. Ja, das ist eine Idee, wirklich. Okay. Ja, ich würde sagen, da wird Kaffee getrunken, da spielt sich alles ab, dann, da lassen wir es befestigt eventuell. Ja, und dann Blumen wären natürlich auch nicht schlecht. Ja. Ich würde da zum Beispiel Bohnen hochranken und Erbsen. Das ist ein Hochlöscher. So was haben wir uns eigentlich. Das wird ich sogar mauern. Ja, aber mit Ziegeln. Da dürfen wir ja noch reinsteigen. Ja. Säule. Ja, und da wolltet ihr denn. Das dürfte aber auch nicht so geometrisch sein. So. Ja, wir müssen das auslaufen lassen. Bitte, eins muss uns klar sein. Wir dürfen da natürlich keinen ganz wilden Auwalddümpel simulieren. Wir sind in einem Altwiener Ensemble. Also ich würde sagen, halbwilde Zustände, so wie der Robert zum Beispiel. Ne? Und ich würde da sogar das Aushubmaterial anhäufen. Genau, an Wahl mit und eine feste, einen so ausdehnen. Aber da können wir nicht weitergehen. Ja, also ich würde sagen, hier, genau. Hier etwa. Und da dann einen festen Abschluss. Aber ich glaube, da hinten gibt es eh einen Kanal. Und ganz wichtig ist, dass man dort einen sanften Übergang vom Land ins Wasser haben. Vielleicht können wir so eine Art Blumenwiese dazwischen anlegen. Ja, das wäre natürlich schön. Und dann natürlich Schilf und an einer Stelle müssen wir tiefer graben wegen der Seerosen. Ja, wegen dem Überwintern. Damit es nicht durchfriert. Wegen dem Überwintern müssen wir unbedingt tiefer gehen. Mindestens 80 cm. Genau. Ja, an einer Stelle. Ich würde sagen, wir nehmen so eine ECB-Folie, die hält sehr viel aus, die ist auch frostfest. Aber am Rand würde ihn doch übergehen lassen, schön langsam, erst tiefer werden lassen, falls Kinder wirklich mal reinfallen. Genau, die Kinder, dass die nicht kopfüber reinfallen, dass die vom sanften Übergang ins Wasser kommen. Und dass auch kleine Tiere nicht ersaufen, sondern raus können. Es wird ja auch eine Vogeltränke. Ja, bitte. Ja? Ich weiß nicht, wie du heißt. Viola. Viola. Das ist schön. Der riecht direkt, der Name. Ich heiße Heinrich. Geglaubt Heini? Ja. Eigentlich heiße ich Heini. Heine gefällt mir nämlich besser. Ist ja die Verdunstung geringer als die. Fein. Und dann ist ja da das Saletto und als Gegenpol zum Saletto vielleicht eine hübsche Heckengruppe. Ne? Genau, mit so Einheimischen. Ja, ja. Na, mit Exoten können wir nichts anfangen. Weil wir und wo kommt der Kompost auf? Ja, also ich würde sagen. Nee, aber da werden sich die Leute betrachten. Ja, wieso? Kompost-Haufen riecht überhaupt nicht. Ja, stimmt, stimmt. Wenn man richtig aufdeckt. Er duftet erdig. Genau. Das könnte man neben der Kompost-Haufe machen. Da brauchen wir aber auch Humusklo im Gartenhaus. Das ist für die Tarockpartie. Das wird nicht angetastet, das wird nur umgrünt. Nicht? Aber man soll vielleicht irgendwie den Hof einziehen. Für das Saletto, für die Tarockpartie. Heckenrosen. Heckenrosen. Man sollte aber irgendwie den Rest vom Hof einziehen. Blumenschalen. Wie geht's dir jetzt? Besser? Ja. Es wäre schrecklich gewesen, wenn ihr aufgegeben hättet. Wir hätten schon irgendeine Lösung gefunden für dich. Ja, es geht ja nicht um mich. Es geht um den Schorsch und den Heini. Und mich? Ja, auch. Nicht so viel Konversation treiben, lieber Kollege. Lieber zuhören, ist alles sehr wichtig, was er sagt. Du, wer ist denn eigentlich die im Rollstuhl? Das ist die Claudia, meine Schwester. Wegen der machen wir das alles, verstehst? Verstehe. Servus. Servus. Ich heiße Viola. Und ich bin die Claudia. Das weiß ich schon. Das hat mir dein Bruder gesagt. Welcher? Der Schorsch? Na, der Heini. Der Heini.
ist ein sehr lieber, der Heini. Hm, habe ich schon bemerkt. Wirklich? Mhm. Wirklich. Ja, dann freut es mich sehr. Hm. Du hättest es sehen sollen, das war wirklich enorm, was die geleistet haben. Nur mit dem Froschteich, ob das geht. Schade, dass du nicht dabei warst. Naja, aber wenn man so Geschäftsabendessen hört, natürlich. Dieser Herr Balkowitsch scheint hier ein Fresser zu sein. Ja, du glaubst, dass das so ein Vergnügen für mich ist? No. Ich würde auch ganz gerne mal Krebserln essen. Keine Ahnung, wie die schmecken. Du musst halt schauen, dass du endlich zu einem Abschluss kommst mit deinem Herrn Balkowitsch und diesem Zwitschek. Zwitschek. Es wird höchste Zeit, dass ich das dort zu einem Abschluss bringe. Schon im Interesse meines Magens. Gegenfrage. Wie geht's denn dir bei deiner Quantexport, oder wie das heißt? Gut. Also, es kommt mir manches ein bisschen spanisch vor, weißt du, dort. Naja, nicht so abwegig bei einer Spanisch-Korrespondentin. Ich glaube, es ist vielleicht keine so ganz seriöse Firma. Wer? Diese Quantexport. Hast du irgendwelche Schwierigkeiten? Nein, das nicht. Wenn ich diese verdammte Fusionierung zusammenbringe, dann verlange ich eine ordentliche Gratifikation. Ich werde doch vielleicht Teilhaber in der Kanzlei, die braucht sie. Aber wenn du meinst, dass ich dann wieder nur zu Hause bleib, dann irrst du dich. Ich frag mich nur, wie ich diese Fusionierung zusammenkrieg. Die Frage ist nur, ob ich noch lange in dieser mysteriösen Firma bleib. Irgendwas muss mir da einfallen. Wird schon. Jetzt machen wir's wie unsere Kinder. Ja? Inwiefern? Lass mal Gras darüber wachsen. Bis morgen wenigstens. Gute Nacht.